Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie die Smart Home. In einem der letzten Videos hatte ich euch ja Shinobi, GoToRTC und den OnFIF Adapter für den I.O. Broker vorgestellt, aber es kamen immer wieder die Fragen, wie man denn MotionEye mit der aktuellen Debian Version zum Laufen bekommt. Heißt aktuell 2024 ist ja Debian 12 alias Bookworm die aktuellste Version und da lässt sich MotionEye nicht ohne weiteres nach der offiziellen Version installieren. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es dafür keine Lösung gibt. Also, falls euch Shinobi, GoToRTC und so weiter nicht zusagt und ihr wissen wollt, wie ihr MotionEye im Jahr 2024 installieren könnt, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß mit dem Video! Schön, dass ihr dran geblieben seid. Zur Info, das, was ich euch heute zeige, funktioniert auf einem Raspberry Pi 4 bzw. 5 sowie auf Proxmox. Unter Proxmox habe ich es in einem Debian LXC-Container getestet mit den exakt gleichen Befehlen, nur habe ich das sudo davor jedes Mal weggelassen, da ich als Root gearbeitet habe. So viel mal dazu, es funktioniert also auch in Proxmox in einem LXC-Container. Okay, bevor wir starten, muss ich noch meinen Raspberry Pi vorbereiten. Heißt, ich hole mir die aktuellste Version in der 64-Bit-Version, lade mir das Ganze runter, installiere das Ganze mit dem Raspberry Pi Imager, flashe das Ganze und bringe dann den Raspberry Pi bzw. Raspbian auf den neuesten Stand mit sudo apt-update und sudo apt-upgrade. Und dann mache ich nochmal ein kurzes Reboot. Und dann können wir im Endeffekt schon gleich loslegen. So, als erstes müssen wir jetzt einige Tools, Libraries und so weiter installieren, die wir später für MotionEye benötigen. Das machen wir einfach mit folgendem Befehl. Alle Befehle blende ich euch auch ein und verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Also schaut auch dort nach. Also einfach bestätigen das Ganze. Dauert einen kurzen Augenblick. Bestätigen das Ganze hier mit einem Y. Als nächstes laden wir den Python Paketmanager runter, das ist dieses PIP oder PIP. Da sich in den neuen Versionen von Debian und Ubuntu die Installation von Python-Modulen ein bisschen geändert hat, müssen wir, bevor wir PIP installieren, noch zwei weitere Befehle ausführen, damit die Installation klappt. Weitere Infos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Befehle und noch ein paar Links zu Seiten, die sich mit dem Thema Installation beschäftigen und ein paar nützliche Tipps, falls ihr Probleme haben solltet. Also die zwei Befehle einfach per Copy-Paste einfügen. Wenn das soweit geklappt hat, installieren wir PIP mit folgendem Befehl. Und wenn das auch ohne Probleme funktioniert hat, können wir die heruntergeladene Datei wieder löschen, da wir sie nicht mehr brauchen. Der Befehl dazu ist wie folgt. Und jetzt können wir mit der eigentlichen Installation von MotionEye beginnen. Dazu folgende zwei Befehle eingeben. Und zu guter Letzt noch folgenden Befehl. Jetzt werden alle möglichen Systemdienste installiert, Autostart konfiguriert, Abhängigkeiten installiert und alles andere, was noch nötig ist, damit MotionEye läuft. Das dauert jetzt einen Augenblick und sollte dann in Kürze fertig sein und wir können uns auf die MotionEye-Oberfläche anmelden. So, das Ganze hat funktioniert. Jetzt können wir nochmal schnell den Status von MotionEye überprüfen. Und es sieht so aus, als würde alles laufen. Das heißt, wir schalten uns jetzt auf unseren Raspberry Pi bzw. auf die Oberfläche und konfigurieren das Ganze. So, das sieht ja soweit ganz gut aus. Nochmal ein kurzer Hinweis, da ich das in einem der letzten Videos mal vergessen hatte. Also hier oben kommt eure IP-Adresse rein und dann gefolgt von dem Port 8765, also die IP-Adresse eures Raspberry Pis, wo MotionEye installiert ist. In meinem Fall ist es das hier. Um sich anzumelden, verwendet ihr den Benutzernamen Admin und das Passwort bleibt leer, also da kommt nichts rein. So, jetzt wird uns gesagt, dass wir noch nichts konfiguriert haben, also gehen wir hier auf diese drei Punkte und sagen hier Edit Kamera
und wählen hier, in meinem Fall ist es eine Netzwerkkamera, tragen hier den RTSP-Stream ein, den Benutzernamen und das Passwort und verbinden uns dann mit der Kamera. So, bestätigen das Ganze und hoffen, dass es dann klappt. Kann einen kurzen Augenblick dauern, macht das hier wieder zu. Und wie ihr seht, ist das Bild da. Nicht wundern, dass es schwarz ist. Ich habe das auch schon in einem der letzten Videos gesagt. Ich möchte nicht, dass man das Bild dieser Kamera sieht. Und nein, ich habe keine andere Kamera, die ich dazu hier einbinden kann, um euch das Ganze zu zeigen. Aber ihr seht, das Bild ist da und hat im Grunde funktioniert. Falls ihr mehr über MotionEye und so weiter wissen wollt, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema MotionEye veröffentlicht. Die sind alle noch gültig. Das heißt, es hat sich im Grunde nur die Installation geändert, aber alles andere, die Weboberfläche und so weiter, ist gleich geblieben. Alles, was ich euch dort in diesen Videos zeige, funktioniert also immer noch genauso heute. So, da MotionEye anscheinend von den Toten wiederbelebt wurde und weiterhin gepflegt wird, könnt ihr MotionEye über folgende drei Befehle updaten. Da es ja aktuell keine Updates gibt, da ich es frisch installiert habe, kann ich euch nicht mehr dazu sagen. Aber die Befehle lauten wie folgt, die blende ich euch wie gesagt auch nochmal ins Video ein, sollte aber machbar sein. So, und das soll es von mir an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und das Video hat euch gefallen. Über ein kurzes Kommentar, Feedback, Daumen hoch, Abo und so weiter würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit MotionEye.